Hallo meine kleinen Hyrulianer und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Windblood Wild. Warum sage ich eigentlich immer kleinen Hyrulianer? Ich meine natürlich ihr großen Hyrulianer. Alle ihr kämpferischen Kämpfernaturen, die hier locker durch das Spiel durchkommen und ich mich so doof anstelle. Ja, wir werden jetzt heute nochmal versuchen, hier auf der Insel mal all diese Secrets, sag ich jetzt mal, all diese Sachen halt zu erforschen. So, jetzt laden wir den Schlag mal auf. Komplett. Ja, jetzt gibt es ja noch ein bisschen Strom dazu, aber naja. Okay, das bringt uns auch nicht wirklich weit. Und vor allem verballere ich so meine Stromdingens hier. Die werde ich ja gleich gegen Hinox brauchen. Toll. Hast du gut gemacht, Nemesis. Hast du einfach toll gemacht. Bin massiv stolz auf dich. Sowas von stolz auf dich. Na komm. Oh, es ist schrecklich. Ich brauche beinahe 2 Minuten, um darüber zu kommen. Ganze 2 Minuten. So. Ah, Schiffbruch voraus. Aua. Oh, eine Truhe. Violette Hobby. Ja, bitte ja. Noch mehr davon. So, dann erstmal hier hüpf. Erstmal hier schnell an Land. Ja, ja, das reicht von der Ausdauer her. So, wer auf dieser Insel vorbei bekommt eine Prüfung zugeteilt. Schön. Werkzeuge waren bislang deine Kraft. Hast du je ohne eine Prüfung geschafft? Oh je. Leg ab dein Werkzeug. Stell dich hier der Prüfung mit der Kraft, die ruht in dir. So, um diese Prüfung zu bezwingen, sollst du die 3 Altäre-Juwelen bringen. Ah, okay. Bist du siegreich, so findet hier dein Werkzeug den Weg zu dir. Halt, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh. Kriege ich dafür eigentlich auch Bewährungsdingens hier? Toll. Hier liegt jetzt gar keine Waffe, ha? Huh? Schwertkrabbe. Krabbe mit messerscharfen Schälen. Ja, das habe ich schon gelesen. Komm mal her. Okay, aber auch die Gegner sind jetzt nicht. Die Gegner sind da. Ich habe eine Überraschung für euch. Oh. Ja. So. Alles einsammeln. Nein, nicht kaputt gehen. So. Okay. Okay. Dann hier. Reiseschwert. So. Oh, oh, oh. Es regnet Früchte. So, oh. Da liegt noch ein Schild. Ist zwar ein verrosteter Schild, aber besser als nichts. Krabbe. Du bist meine Krabbe. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Na also. Sind die schon? Ja, die sind schon bezwungen. Ist dann Hinox auch schon bezwungen? Oh. Komm. Dankeschön. Alter, ich mach dich gleich platt da draußen. Soldatenschön. Danke. Immer schön ausweichen. Nein, Hinox natürlich nicht. Hinox schläft natürlich hier wieder schön. Den Schlaf der Gerechten. Ah. Komm. Mach Feuerangriff. So, zack.
So. Also, mein Stromdingens werde ich entweder hier oben direkt verbrauchen. Na. Zack. Oh, aber danke schön, das war voll nett von dir. Lässt du das jetzt mal sein hier vielleicht? Boom. Nein, nicht runter, link hoch. Zack. Schlittert er einfach weg. So. Halt, bleib doch mal hier. So. Ah, da unten ist auch noch was. Was ist denn das? Ah, hier, hallo. So. Sehr schön, danke. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal direkt hoch. So, komm ich, schaffe ich es da? Ja, ja, das schaffe ich locker hoch hier. Ja, okay. Hier könnte ich jetzt meine Zutaten kochen. Ah. Oh. Fruchtregen. So. War ja aber nochmal eine Bombe. Ah, sieh mal an. Ich könnte Hinox natürlich so eine verpassen. Komm. Schön auf Hinox. Toll. Kann ich das irgendwie so packen? Ist nichts. Das ging noch. So. Ein bisschen mehr? Na, ich lass mal so. Ja, 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 nein, 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 nein. Toll. Jetzt hat er ein Kopfkissen. Kopfkissen-Kino. Na ja, toll, da unten liegt noch auch noch irgendwie ein Dingens hier, aber ich glaube, wir gehen erstmal da hoch. So, versuchen wir uns direkt gleich da hier hinter zu schleichen. Toll, die haben mich gesehen. Großartig. Hier, komm. Oh, halt. Au. Jetzt reicht's mir aber mit dir. Hoch, 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 hoch. Komm mal her. Halt die Klappe jetzt. Ah. Oh, ho, 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 ho. Na. Au. Schön, schön, schön. Das hat richtig. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da haben wir noch Äpfel. Hier, komm, Äpfel rein. So. Nein, 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 nein. Ja, und tschüss. Ja. Na, wirst du wohl. Komm. Ja, jetzt aber hier, komm. Zack, 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 zack. So, hier, den da. Was er mit seinem Kopf macht, das ist zu geil. Sagen, darf ich da mal eben kurz? Ja. Oh, was war denn hier? Ja, 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 ja. Ist okay. Komm schon. Jetzt hier. Zack, 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 zack. Oh Mann, 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 oh Mann. Komm schon. Ja, ich hab's mit dem Donnerflug von Ganon aufgenommen. Da wirst du mich hier nicht mehr kleinkriegen.
klein kriegen. Klein kriegen. Komm, komm. Aua, lass das. Oh. Halsfall. Du Holzkopf. Ja, jetzt aber hier, komm. Gib ihm. Mein Schwert. Ja, was jetzt haben? So, den haben wir auch. Klein gehackt. So, zack. Na also, geht doch. Also, hier oben ist auch gut. Das hatten wir soweit auch. Was hat's hier? Ja, Ritterschwert, schön. So, hier noch Kisten. Es regnet wieder Früchte. It's very fruity today. Würdest du? Danke. So. Ohohoho. Holzpfeil, sehr schön. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich mit Holzpfeilen schmeiß. Nein, nicht runter. Nicht runter. Halt, 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 halt. War da nicht noch mehr? So. Also, und jetzt, bevor wir wieder irgendwas hier drauf gehen oder so, zack, erstmal hier. Jetzt komme ich da nicht mal ran. Bleibst du mal kurz hier? Danke. So. Wo liegt denn eigentlich Hinox? Der müsste doch eigentlich auch hier irgendwo liegen. Ist der hier? Nein, der müsste hier vorne liegen. Eigentlich müsste Hinox hier vorne liegen. Das heißt, wenn ich da hier... Oh, Apfel. Da vorne. Oh, eine Truhe. Eine Truhe. Soldatenbogen. Ja, danke. Also Hinox liegt hier. Die Platte ist da. Wenn ich die hier quer über das Ding... Oh, was war denn das? Holzpfeil. Und... Holzpfeil. Wenn ich die Platte also hier querbeet ein über das Ding und schleuder, könnte es gut möglich sein, dass sie Hinox total voll hart erwischt. Es muss natürlich einiges hier... Ja, komm, passt. Komm, 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 komm. Reicht das? Ich hau noch einmal zu. Oh. Die fällt runter. Wir gehen nachher gleich gucken, ob es Hinox erwischt hat. Wäre ja zu geil. Wäre ja zu geil. So. Nummer 1. Oh, Hinox. Oh, mein kleiner Hinox-Freund. Ich habe ein Päckchen für dich. Hinox. Also er scheint noch zu schlafen. Das ändern wir jetzt. Hinox. Dann treffe ich niemals von hier aus. Rums hat's gemacht. Aber bevor wir jetzt hier Hinox ärgern gehen, gehen wir erstmal hier runter und ärgern die mal so ein bisschen. Na, na? Zack, komm nochmal. Sehr schön. Ich hab bestimmt Pfeile liegen lassen. Toll, keine Pfeile. Toll. Okay, zumindest so kann ich noch was ausrichten. Aua. Revali-Sturm ist bereit. So, komm schon.
Schnapp mir einfach deinen Bogen. Ja. So, welcher schießt da mit Pfeilen? Der da. Das wird er gleich. Nein, Hinox kommt aber nicht, oder? Hinox kommt. So. Toll. Mal jetzt. Ich kann mich nicht wehren. Oh oh. Komm mal her. Oh. Au, lass das. Mieser kleiner Sack, der. Ja, futtern wie bei Muttern. So. So. Das sollte erstmal fürs Erste reichen. Lässt du das jetzt sein? Ich sag's dir, du wirfst noch einen Stein, dann hat sich's erledigt mit dir. Er wollte gerade werfen. So. Nein! Nein, warum? Warum? Halt! Ich weiß warum! Ich weiß warum! Oh, das war knapp. Alter, das war verflucht knapp jetzt. Ich würde gern. Ja, hättest du mal gerne, ha? So. So, kleine Ziege, du. Tut mir leid, du musst auch daran glauben. Ich brauche dein Fleisch. Das zermürben wir auch noch. Weil ich muss jetzt einfach warten. Solange es gewittert, kann ich gegen Hinox nicht das Geringste ausrichten. Was macht denn der da? Aber geht's noch? Na klar. So. Tschüss. Ui. Jetzt halt mal still. So. Danke. Naja, es hat ja auch sein Gutes. Hinox wird dann wahrscheinlich keine Bäume mehr haben, wenn die jetzt alle kaputt gehen. Die er mir dann entgegenkloppen kann. Kann ich damit die... Ja, oh, ja, es geht. Okay, es geht. Nein. Wo ist mein Pfeil hin? Da ist mein Pfeil. So. Ist er. Nimm den mal. Warte doch mal. Kleiner, warte mal. Zack. So. Ah, ist das Gewitter mal vorbei? Ich würde mich jetzt echt gerne mal mit Hinox prügeln. Kommt denn der kleine Flammenteufel jetzt wieder her? So, ich glaube, das Gewitter ist vorbei. Das Gewitter. Komm mal her. So, wir nehmen das schon mal. Wir gehen jetzt an Hinox einfach vorbei erstmal. Schläft noch. Und wir legen die Kugel mal da vorne ab. Bring ich die... Ah, Magnetismus, genau. Mit Magnetismus bringen wir die darüber. Geht aber, glaube ich, schnell. Also, nein, die ist gar nicht magnetisch. Die ist gar nicht magnetisch. Warum ist denn die nicht magnetisch? Was willst denn du jetzt wieder von mir, du kleiner Kackbratze? So. Hier. Zack. Gute Nacht. So. Darf ich da mal schnell... So. Gut. Okay. Haben wir auch.
Wie soll ich denn die jetzt? Soll ich die da drauf werfen oder reinschleudern oder wie oder was? Es ist aber ein bisschen unbequem jetzt. Aber ich weiß, ich kann da nicht hingehen. Ich muss eine kleine Partie schwimmen. Ja, und schwimmen muss ich ab hier. Und so weit kann ich nicht werfen. Magnetisch ist sie auch nicht. Das heißt, es gibt nur eines, was ich tun kann. So hier arretieren und dann mit der Mobkeule draufhauen. So, mal gucken, ob das reicht. Ist wahrscheinlich viel zu weit. Nein, das war gar nicht mal so übel. Ich kann das Ding nicht zurückschieben. Wie hole ich mir das Ding denn jetzt wieder an Land? Oh, Alter. Ich hole mal, da drüben hat es doch ein Boot gehabt. Das Boot. Wo ist denn das Boot hin? Ich habe aber Angst. Ich fürchte mich jetzt ein wenig, wenn ich jetzt aufs Boot gehe. Das dann hier fehlgeschlagen und so. Oh, verrostetes Schwert. Auch meins. Ja, bitte. Was ist denn jetzt schon wieder? Lass das mal. Ah. Ich habe doch noch so ein... Ja, genau, hier. Ah. Au. Au. So. Ja, nee, ist klar. So. Einfach mal schön die Luft rausgelassen. Wo ist denn das Boot? Wie soll ich denn bitte schon... Und was bringt mir das? Das Boot bringt mir auch nichts. Ich habe ja kein Dingens hier. Oh. Mann, jetzt. Was zum Kuckuck, mein jetzt. Wie kriege ich das Ding da rein? Oder zumindest wieder an den Strand? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch alles einfach nicht wahr sein. Komm mal her. Ich werf dich jetzt einfach da drauf. Nein, nicht weiter weg. Oh mein Gott, nein, nicht weiter weg. Weil mit der Nase anstupsen kann ich das Ding ja nicht. Ah doch, es geht. So, komm. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Jetzt wirst du wohl vielleicht darüber gehen. Bevor ich hier noch ersauf. So, komm schon. Komm schon. Ist nicht mehr weit. Oh mein Gott, du bist anstrengend. Oh, na endlich. Also rüberwerfen, das geht gar nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, jetzt muss ich herausfinden, wie viele Schläge das Ding braucht, damit es da drauf landet. Aber nicht so hart drauf landet, dass es drüben wieder runterrollt. So, komm schon. Komm schon. Komm schon. So, also von hier. Oh, Alter, jetzt lass das. So. Kannst direkt wieder tot umfallen. Brauchst gar nicht erst aufzuerstehen. So, okay. Ja, diese Richtung, die Richtung würde passen. Welche Waffe? Ich nehme mal so eine. So. 1, 2, 3, 4, 5.
6. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann. Also 6 Schläge mit dem Holzknochen-Ding da sind knapp zu wenig. Oh, wir kommen des Rätsels Lösung näher. Wenn jemand einen besseren Tipp hat, bitte nur in die Kommentare damit. So, wieder hier hin. Weil ich scheine nicht drauf zu kommen. So. Ich hoffe, das Ding fliegt nicht drüber hinweg. Also, nochmal. So, 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben. Ja, nein, nein! Nein! Was bist du für ein blödes Scheißteil? Das kriege ich nie mehr hier. Nein! Moment mal, kann ich hier stehen? Nope, kann ich nicht. Jetzt muss ich das Ding irgendwie wieder in die Nähe bringen. Möchtest du fortfahren natürlich? Wohin gehst du? Kehre zu ihm zurück, wenn du deine Prüfung mit der Prüfung fortfahren möchtest. Ja, wie soll ich denn an die Kugel rankommen? Wie soll ich denn an das Dingens rankommen? Die wollen mich doch alle verarschen hier. Wie zum Kuckuck noch eins? Ah, Momentchen mal. Zack, schiebt es wieder näher? Nee. Jetzt kommt meine Richtung. So aber. Wo ist denn hin? Ah, ja, das funktioniert, es kommt näher. Oh, das kann jetzt auch wieder Jahre dauern. Aber wenn euch dasselbe passiert, jetzt habt ihr einen Trick, wie ihr es wieder zurückkriegt. Nein, nicht dahin. Nein, nicht dahin. Zu mir. Oh. Ich muss es genau erwischen. So. Jawohl. Vielleicht schaffe ich sogar, dass das Dingens jetzt hier wirklich ganz nah bei mir landet, dass ich nur noch hochzunehmen, also nur noch aufzunehmen brauche. Zack. Nochmal. So. Ja. So, jetzt bleibt da drauf. Okay, auch der Nemesis, der alte Idiot, hat jetzt die leichte Variante herausgefunden. Und zwar so. Oh, bleib da ja drauf. So. Darfst ins Loch. Geh ins Loch. Geh in das beknackte Loch jetzt. Oh, das war vielleicht schon scheiße. So. Jetzt auf zu Hinox. Dem alten Quadratarsch. Jetzt ziehen wir den erstmal einen Buckel lang. Schmeißt dem wahrscheinlich erstmal direkt eine Bombe ins Gesicht.
Ja, da mal halt. Du wirst mich jetzt wohl nicht angreifen wollen. Aha, aber du da oben. Na, 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 na. Schmeckt's? So. Wo sind jetzt die Ziege hin? Da unten. Kleine Ziege. Oh. Lass das. Ah. Oh, Waldbrand. Ja, würdest du bitte. Ich gleite ganz sachte zu hinaus. So. Ich sehe da noch gerade eine Echse. Mal gucken, ob ich die schon fotografiert habe. Nein, Maxi-Echse. Eine Maxi-Echse. Die hole ich mir. Die kaufe ich mir. Maxi-Echse. Eine seltene Eidechse, die hauptsächlich in tiefen Wäldern anzutreffen ist. Als Medizinzutat füllen ihre hohe Vitalkräfte Herzen über das Maximum hinaus auf. Aber ich glaube, das brauchen wir bei Hinox nicht. Hinox, blaue Hinox, haben wir schon fotografiert. Okay, ich würde sagen, es reicht für diese Folge. Hinox, in der nächsten Folge wird er platt gemacht. Das verspreche ich euch. Ich danke euch jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann, macht's gut und ciao. Ja, schnarch du nur, kleiner Wappel. Dich kriege ich auch noch.